Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen bei Dutch Snagger Reviews zu einer monströsen, gruseligen Necker-Figuren-Review. Das Ganze gesponsert von meinem lieben Zuschauer Michael. Wir gucken uns heute Frankensteins Monster an. Eine unglaublich cool gemachte Necker-Figur, die mir der liebe Michael hat halt überlassen. Na, und die wollen wir uns heute angucken. Wer davon überhaupt keine Ahnung hat, ich denke mal, jeder von euch hat schon mal was von Frankenstein gehört, aber diese Figur basiert tatsächlich auf dem Film von 1931, dem klassischen Schwarz-Weiß-Film. Na, der war damals ein Riesenhit und ist heutzutage natürlich ein absoluter Kult. Der selbst der Schauspieler, der Frankensteins Monster gespielt hat, der gute Boris Karloff, ich denke mal, den dürften auch ja, viele Monster-Fans und Horror-Fans dürfen Ihnen das auf jeden Fall sagen. Na, und Frankensteins Monster, generell die Geschichte, wurde schon so oft adaptiert. Aber wenn ich an das Monster denke, dann denke ich tatsächlich wirklich an diese Version. Bei der Verpackung seht ihr schon, vorne drauf ist das Original-Filmplakat aus den 30er Jahren. Ich fand das immer sehr schön. Damals war das alles noch wirklich in Gemäldeform gezeichnet. Na, sehr nice gemacht, das Ganze. Ihr seht auch hier nochmal, ne? Colin Clive, May Clark, John Bowles und Boris Karloff halt. Na, steht hier nochmal drauf. Hier haben wir jetzt von Necker allerdings dann Ultimate Frankensteins Monster. Das Ganze ist von Necker ab 17 Jahren aufwärts. Natürlich auch hier wieder gerichtet an uns Erwachsene. Wir gehen mal auf die Seite, denn da ist er auch nochmal zu sehen. Na, da ist Frankensteins Monster schon ja, als Figur. Da könnt ihr sehen, dass das schon wirklich sehr realistisch aussieht. Und ich kann euch auch hier schon versprechen, es gibt natürlich auch unterschiedliche Köpfe, ne, mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, die wirklich sehr, sehr toll gemacht sind auf jeden Fall. Auf der anderen Seite könnt ihr das nämlich auch sehen. Da seht ihr ihn auch nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob es eher ein Lachen, Grinsen etc. sein soll. Ne, aber auch da unglaublich coole Details. Und wenn wir auf die Rückseite gehen, habt ihr da auch nochmal ein paar schöne Einblicke halt auf Frankensteins Monster. Ne? Mit dem ganzen Zubehör, was mit dabei ist, das werden wir uns aber natürlich gleich genauer angucken. Es ist wieder eine Ultimate-Figur. Das heißt, liebe Leute, wir können das Ganze auch hier wieder in einem schönen Window öffnen. Und da haben wir einen schönen Einblick schon mal auf die Figur auf der rechten Seite. Und hier links gibt es dann auch nochmal einen schönen Einblick, ne? Von Necker selbst, eine Fotografie von Frankensteins Monster. Lasst ihn uns mal auspacken. Wenn ihr die Verpackung öffnet und den Innenschuber rausholt, habt ihr da noch eine kleine Überraschung, denn da gibt es auch so einen, ich sag jetzt mal, kleinen Backdrop. Ob man den jetzt benutzen kann, weiß ich nicht, aber da seht ihr ja, eine sehr alte Treppe in Frankensteins Behausung. Ich denke mal runter zum Keller oder ich weiß nicht, zum Dachboden. Na, ich habe den Film ehrlich gesagt nur einmal ganz, ganz früh geguckt. Na, aber da könnt ihr das Monster zum Beispiel aufstellen, wenn ihr möchtet. Ne? Irgendwie könnt ihr euch da was einfallen lassen, wenn ihr jetzt nicht die Verpackung generell aufheben solltet. Aber auch da sehr schön gemacht. Auch da wirklich klassisch gezeichnet, würde ich jetzt schon mal sagen. Mal gemalt halt wirklich wie auch das Kinoplakat. Auch das gefällt mir natürlich sehr gut, muss ich sagen. Ausgepackt zeigt Frankensteins Monster natürlich auch hier wieder, was Necker für eine unglaublich coole Qualität hat, gerade was die Details und den Paintjob anbelangt. Und genau so, wie gesagt, stelle ich mir Frankensteins Monster vor, mit dem leicht eckigen Kopf ohne oben drauf, dann mit diesen Bolzen hier am Hals und alles. Ne, also auch wirklich sehr, sehr cool, wirkt schon fast so ein bisschen Zombie-mäßig. Na, eine unglaublich stark gemachte Figur. Natürlich auch sehr simpel gehalten, weil er hatte damals tatsächlich eher so eine Art Anzugjacke an. Ne? Finde ich ganz interessant. Aber schaut mal, von den Details her sieht das auf jeden Fall so schon sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Na, aber wie gesagt, gerade die Köpfe sind echt genial geworden. Da hat Necker wirklich einen guten Job gemacht. Also die gesamte Monsterreihe, die Necker raushaut, na, die kann sich einfach sehen lassen. Die sehen echt stark aus. Schaut mal, das Gesicht. Ne? Er wirkt da eher so ein bisschen, ja, schon fast benommen. Ne? Das ist so wahrscheinlich so aus den ersten Momenten, wo Frankensteins Monster dann generell halt zum Leben erwacht ist. Ihr kennt doch die berühmte Szene. It's alive, it's alive. Oh, it's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Ja, das ist er. Ne? Sieht echt gut gemacht aus. Der Paintjob im Gesicht ist sehr, sehr stark. Ne? Ihr seht ja, überall gibt es noch so ein paar kleine Wunden und Kratzer und alles. Sieht tatsächlich so ein bisschen ganz fies blutunterlaufen aus. Auch so ringsrum um die Bolzen, die in seinem Hals drin sind. Wenn ihr mal genau hinguckt, oben auch beim Kopf. Ne? Da gibt es auch nochmal so einen kleinen Metallanteil. Das haben sie nice reingesculptet. Also das gefällt mir schon richtig gut. Generell die Haare, das ist echt nice. Ne, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Die restliche Figur ist, wie gesagt, dann relativ simpel. Er hat darunter, ich denke mal, so ein normales schwarzes Hemd tatsächlich an. Dann sein Jackett. Ne. Wenn ihr da mal genau hinguckt, seht ihr, dass Necker das Ganze schön geweathert hat. Da sind so ein paar,
Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, was da drauf ist. Ein bisschen gräulich rüber gepinselt auf jeden Fall, damit das ein bisschen Struktur hat. Gefällt mir sehr gut. Die Jacke selbst ist aus Kunststoff gemacht. Ihr könnt sie jetzt nicht öffnen, passt da so ein bisschen auf, denn hier seht ihr darunter, da ist nochmal so ein kleiner Knopf oder sowas angedeutet. Aber bitte nicht versuchen, das aufzumachen. Das ist geklebt, das soll nicht aufgehen. Na, aber es ist halt ein bisschen flexibler, damit wir so ein bisschen Beweglichkeit raus haben. Bei den Armen selbst seht ihr, da sind natürlich dann hier die Arme sind hier gesculptet mit schönen Details. Und wenn wir jetzt mal hier zu den Armen selbst kommen, schaut mal, das sieht auch wirklich sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Hier, ne, die ganzen Details hier auch wieder, das sind so gesehen die Nähte. Ne? Weil Frankenstein hat ja das Monster aus verschiedenen Körperteilen zusammengenäht, ganz gruselig auf jeden Fall. Hier und da auch dann mit Metall versehen, damit das alles so ein bisschen hält. Schaut mal hier. Ne? Also schon wirklich sehr, sehr, sehr coole Details auf jeden Fall. Das macht richtig Spaß, sich die Figur anzugucken. Wer auf solche Monstergeschichten steht, der ist mit den NECA-Monsterfiguren generell ja wirklich bedient, sehr gut gemacht. Ne? Also gerade die Augen, schaut euch das mal an, ne? Wie er guckt. Das ist schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Und mit dem ganzen Zubehör könnt ihr ihm noch ein bisschen mehr Leben einhauchen. Schaut mal, ich habe ihn jetzt mal einen Alternativkopf draufgesetzt. Da ist er eher so ein bisschen grummelig, so ein bisschen am Schreien. Na, und er hat ja Handschellen, Ketten hat er mit dabei. Das Monster wurde in Ketten gelegt, na, weil es dann natürlich auch gefährlich ist für die Menschen. So dachte es zumindest Frankenstein. Na, auch das ist cool gemacht. Gerade auch hier wieder das Gesicht. Schaut euch das Gesicht an. Also auch da, das ist sehr, sehr coole Details auf jeden Fall, die er hier Necker reingesetzt hat. Ne? Ich bin da sehr zufrieden mit auf jeden Fall. Bei den Ketten müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ne? Ihr müsst dafür die Hände ablösen, ne? Die Hände rausziehen und dann die Ketten da drüber stecken. Und dann könnt ihr Frankensteins Monster da so ein bisschen mit eher fesseln, wenn ihr möchtet. Finde ich eine nette Idee auf jeden Fall. Dann passt das alles. Ne? Schaut mal. Ja, die restlichen Details übrigens an der Hose gefallen mir. Schöner Side-Fact übrigens nochmal für alle, die da gar keine Ahnung von haben. Seht ihr seine Schuhe? Der gute Boris Karloff hatte damals ja nicht gerade die größte Körpergröße und damit Frankensteins Monster so ein bisschen größer aussieht, haben sie ihn schon damals in den 30er Jahren so eine Art Plateauschuhe angezogen, damit er ein bisschen höher sitzt. Ne? Und das haben sie hier auch in der Figur natürlich umgesetzt. Finde ich persönlich auch cool gemacht. Ne? Sehr, sehr interessant. Ja, und ansonsten hatte er natürlich auch noch eine sehr bewegende Szene tatsächlich im Film, wo er ja Blümchen in der Hand hielt. Would you like one of my flowers? Und die sind natürlich auch mit dabei. Dafür gibt es zwei austauschbare Hände, die so ein bisschen greifen. Ne? Da könnt ihr jetzt hier einmal auf der Seite ja so zwei Gänseblümchen, sage ich jetzt mal, eben in die Hand drücken und auf der anderen Seite kann er ganz fein halt mit der Hand hier so eine einzelne Blume halt halten. Ne? Dazu nochmal der letzte Herzskalp, der mit dabei ist. Er sieht natürlich so ein bisschen verwirrt aus, aber ich finde den auch natürlich sehr, sehr stark. Schaut mal. Na, das sieht auch wirklich sehr gut gemacht aus. Na, wirklich so die großen Emotionen konnte das Monster halt damals halt nicht geben, ne, weil aus verschiedenen Menschenteilen zusammengesetzt. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt lebt. Ne? Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Generell alles an dieser Figur ist super stark gemacht. Diese gesamte Ultimate-Figur ist einfach der Wahnsinn. Schaut euch das an. Das ist echt irre. Eigentlich müsste ich dafür einen dunkleren Hintergrund halt haben, aber den habe ich leider nicht mehr. Aber wirklich eine sehr gut gemachte Figur. Ja, ansonsten, wie ich es euch gesagt habe, es gibt austauschbare Hände mit dabei. Eigentlich sind die beiden somit die interessantesten, weil damit kann er halt was halten. Die anderen, die jetzt so mit dabei sind, sind halt mehr diese ausgestreckten Hände hier, damit er dann halt so ein bisschen eher nach vorne die Hände ragen kann. Na, so ein bisschen halt Zombie-ähnlich sehr starr halt laufen kann. Na, schaut mal, die anderen Hände sind auch kaum ein Unterschied, außer dass die Daumen so ein bisschen mehr gespreizt sind. Obwohl mit der Hand hier sieht es eher aus, als würde er danach irgendwas greifen wollen. Na, finde ich aber persönlich auch sehr, sehr gut gemacht. Und das ist alles, was ihr dann damit dabei habt bei dieser schönen Figur. Na, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wenn es um die Beweglichkeit geht, da gehen wir jetzt auch gleich mal direkt rein, zeige ich euch das mal ganz vorsichtig. Ihr müsst gerade bei seinem Kopf ein bisschen aufpassen, denn ihr seht ja die Bolzen. Na, die Bolzen sind zwar ein bisschen weicher, ne, aber wenn ihr jetzt den Kopf bewegt, ne, ihr könnt den Kopf versuchen, 360 Grad so ein bisschen zu bewegen, passt immer auf die Bolzen auf. Gerade wenn ihr den Kopf so ein bisschen seitlich bewegen wollt, dann stößt ihr da auf jeden Fall irgendwo mit den Bolzen gegen. Gerade dann hier seht ihr das, ne? Also da passt ein bisschen auf. Ihr seht aber auch, dass sich der Hals sogar mit bewegt. Dadurch haben wir eine wirklich gute Beweglichkeit in seinem Kopf. Da bin ich schon sehr zufrieden mit, ne? Aber wie gesagt, passt bei ihm so ein bisschen mit den Bolzen auf.
Die Arme kriegen wir so weit auseinander, ne? Das ist auch mehr als okay. Wir kriegen sie eigentlich 360 Grad gedreht. Ihr hört das Knatschen ein bisschen, das liegt aber daran, dass dann halt hier das Jackett hier halt aus Gummi besteht, ne? Das ist mehr als gut. Dann haben wir ein einfaches Ellbogengelenk. Das könnt ihr drehen und bewegen halt, ne? Ihr könnt es dann hier seitlich nochmal ein bisschen bewegen, das ist mehr als okay. Und ihr kennt es ja mit den Händen, ne? 360 Grad drehbar, jetzt sind die Blümchen weg und dann natürlich kippbar. Und wenn ihr sie austauschen wollt, auch ganz simpel hier mit den Packs, ne? Also da gibt es keine Probleme. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich bei Necker da keine Problemchen mehr habe, weil in den früheren Figuren war es immer so ein Ding mit den Figuren, mit den Händen austauschen. Da ist ein bisschen was dann meist schief gelaufen, ne? Oberkörperbeweglichkeit. Ich würde mal sagen, da ist eine drin, ihr seht das ja, ne? Ist jetzt unter diesem Gummianteil hier. Ne? Ihr könnt ihn so ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen, aber muss sich Frankensteins Monster so krass bewegen? Nein, muss es nicht. Es ist ein sehr starres Etwas, was dann halt hier so durch die Gegend läuft. Ne? Also wir brauchen da keine krasse Beweglichkeit. Die Beine kriegen wir im Split ungefähr so weit, mehr müssen wir das auch nicht haben. Nach vorne, jo, er knatscht der wirklich gewaltig, kriegen wir das Ganze so. Ne, das ist auch mehr als okay. Eine Oberschenkelbeweglichkeit gibt es bei den Figuren nicht. Die ist dann hier in der Hüfte so ein bisschen mit eingebaut. Ne? So. Und ansonsten haben wir hier noch ein einfaches Kniegelenk. Ne, mehr ist das nicht. Und dann die Füße können wir nach hinten bringen. Oh, sind die fest. Nach vorne bringen und dann noch ein bisschen seitlich. Der Ankle Pivot ist auch mit dabei. Das ist seine Beweglichkeit. Ne? Also es reicht. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich finde das genial, wenn er dann hier so durchs Bild läuft, ne? Ganz langsam und dann halt ja, hinter seinem Schöpfer her ist. Ne? Eine sehr starke Figur. Großen, großen Dank nochmal hier an dieser Stelle am guten Michael. Mich würde mal interessieren, was ihr von dieser Figur haltet und ob gerade die jüngeren Zuschauer unter euch jemals mal diesen alten Film von 1931 gesehen haben sollten. Na, also ihr könnt das auch mal auf YouTube mal gucken, da gibt es natürlich auch dann die weltberühmten Szenen. Na, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz klassisches Monster, na, aus den 30er Jahren und da gibt es dann auch so einige mehr, die finde ich einfach genial. Na, einfach, das ist einfach Kult. Die Figur selbst, diese Ultimate-Figur, besticht auf jeden Fall mit unglaublich tollen Details. Gerade die alternativen Gesichter hier, die Köpfe, finde ich wirklich sehr, sehr stark gemacht. Alles mit sehr tollen Paintjob auch besehen, das gefällt mir sehr gut. Na, dann halt auch mit den Ketten hier und dann natürlich auch hier die Blumen. Na, auch das finde ich alles sehr, sehr schön. Na, das haben die wirklich toll gemacht. Passt aber ein bisschen auf, gerade bei den Blumen. Na, die könnten mal verloren gehen, sonst lasst sie halt in der Verpackung. Dann natürlich noch die austauschbaren Hände, die mit dabei sind. Na, also da ist auf jeden Fall so ein bisschen auch wieder Spiel für eure Fantasie, wie ihr dann halt Frankensteins Monster halt in eure Sammlung aufnehmt. Ne? Sehr coole Figur. Ja, das soll es an meiner Stelle auch wieder gewesen sein. Necker macht echt einfach tolle Figuren, die einfach Spaß machen. Na, und ich bin mal, wie gesagt, sehr gespannt, wer von euch dieses Monster kennt, wer ihn in der Sammlung hat. Und ich würde sagen, ich bin für dieses Video raus. Also, liebe Leute, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.